So, ihr lieben Banausen, und damit herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot. Wir sind zurück und stehen vor dem Gang zur MS Anne. Denn wir haben ja von Bill in der letzten bzw. vorletzten Folge ein Bootsticket bekommen. Und das wollen wir jetzt natürlich auch einlösen und damit uns auf die MS Anne, das ist nämlich ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff, machen. Willkommen auf der MS Anne, Verzeihung, hast du ein Ticket? Ja, habe ich. Hier, großartig, willkommen auf der MS Anne. Und das ist ja ein Boot voller Trainer. Und die werden wir jetzt bezwingen. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen gelevelt. Ihr seht das schon. Es sind fast alle auf Level 24, bis auf Claudi, die ist noch Level 23. Und der Jan, den habe ich aber auch nochmal zwei Level höher gemacht. Der ist auf Level 18 jetzt. Fast, ich glaube, oder zumindest ziemlich bald auf 19. Dauert also nicht mehr so lange, bis er dann endlich mal zu einem Garados wird und zu irgendwas zu gebrauchen ist. Aber wir werden sehen. Ich trinke mal noch ein Schlückchen. Denn ich bin den ganzen Tag hier heute schon am Aufnehmen. Ich merke das gerade schon bei meiner Stimme. Ich bin heute in etwa schon, naja, ich habe glaube ich schon mindestens vier Stunden Aufnahme weg. Das reicht glaube ich gar nicht. Heute ist der 7. Mai und heute kam Resident Evil 8 Village raus. Und da habe ich sehr, sehr viel gespielt und aufgenommen. Und jetzt eben noch Pokémon. Viele Passagiere sind hyperaktiv. Sie langweilen sich und sehnen sich nach einem Kampf. Den können sie kriegen. So, erste Kajüte. Wir fangen an. Wir lassen den Jan vorne. Einfach damit er Erfahrungspunkte sammeln kann. Und wir ihm so, leveln können. Wir wechseln dann im Kampf aus. Der Fukano wird eingesetzt. Mensch, wenn er jetzt schon eine Wasserattacke könnte, wäre das sein Ding. Okay. Ich nehme einfach die Claudi. Gut, macht nicht so viel. Ich gehe mit einem Windstoß rein. Wobei ein Ruckzucki, glaub, besser gewesen wäre. Ach, na toll. Ja, gut. Dann nehme ich halt Hütti und hau mit einer Metallklaue rein. Bringt aber nicht so viel, ist nicht effektiv. Ach man, das hatte ich vollkommen. Ja, es ist andersrum ja sehr effektiv. Dann nehmen wir eine ganz normale Glutattacke. Das ist zwar auch nicht so effektiv, aber macht halt doppelten Schaden aufgrund, dass Hütti ein Feuer-Pokémon ist. So. Wir wechseln wieder den Jan ein. Einfach um Erfahrungspunkte für den Jan zu generieren und werden dann auch wieder auf Tauboga wechseln, auf die Claudi. Hätte ich nämlich jetzt nicht teilen müssen, hätte ich ordentlich mehr Erfahrungspunkte bekommen. Genug, Jan. Los, Claudi. Oh, eine Bissattacke. Ah, ich setze mal auf... Oh. Ich setze mal Ruckzucki ein. Das geht wesentlich schneller. Und zieht auch mehr ab, tatsächlich. Als unsere Flugattacke. Jan erhält 175. Und die Claudi auch. Sehr, sehr gut. So. Da haben wir den ersten Trainer hier schon besiegt auf der MS Anne. Leicht wird das aber, glaube ich, nicht. Was hat die gute Frau? Ja, du siehst müde aus. Komm, ruh dich kurz aus. Ach, da kann ich meine Pokémon heilen. Ja, das ist ja schön. Da muss ich nicht immer in die Stadt laufen. Schön, dass alle erholt und frisch aussehen. Wie mich auch einfach so eine fremde Frau in ihrem Bett schlafen lässt. Ist ja ganz normal, sage ich mal. Du Rotznase, was fällt dir ein? Ja, ist eigentlich wirklich nicht schön. Ich gehe ja einfach so in fremde Zimmer, in fremde Kajüten. Eigentlich ist das halt echt nicht geil. Ich mach's halt trotzdem, weil ich geil auf Pokémon-Kämpfe bin. Jan, genug, komm zurück. Los, Claudi. Energiefokus. Ui, er bündelt die Energie, pumpt sich dadurch auf und kann dann einen ordentlichen Angriff raushauen bald. Giftstarre, okay. Bitte nicht vergiften, bitte nicht. Oh, Gott sei Dank. Ruckzucki. Oh, nein. Gut, dann gehen wir gleich nochmal in die Nebenkajüte zu der guten Frau und werden uns gleich nochmal schön aufheilen. So, Nidoran wurde besiegt. Jana hält Erfahrungspunkte, Claudia hält Erfahrungspunkte. Als nächstes wird ein weibliches Nidoran eingesetzt. Auch da schicken wir Jan erstmal wieder vor. Wir teilen aktuell die Erfahrungspunkte so, dass wir Jan ein bisschen hochleveln.
Das muss sein. Dauert zwar ein bisschen länger jetzt dann die Kämpfe, aber es muss sein. Die Claudi möchte ich gerade ungern einsetzen. Ich hole den Justin rein. Weil der könnte uns auch in der nächsten Arena ganz gut helfen. Und wir können nicht vergiftet werden, beziehungsweise... Es kommt eine Hornattacke. Die hat nämlich Justin gelernt auf Level 23 und die macht gut Damage. 65 Schaden insgesamt. Das ist ordentlich. Für eine Normalattacke vollkommen in Ordnung. Die kann man gut einsetzen. Jana hat 120, Justin hat 120. Sehr, sehr gut. Mist, du bist ganz schön gut. Hyrus gewinnt, was, 1300 irgendwas? Pokédollar habe ich gerade bekommen. Das ist heftig. Oh, jetzt müssen wir uns hier nicht, dass hier die Claudi gleich flöten geht. Wir heilen uns hier wieder auf bei der guten Frau. Wir sehen nämlich müde aus. Wir haben schon Augenringe überall. Ich fühle mich heute auch tatsächlich. Also ich habe hier 4 Stunden Resident Evil aufgenommen. Und jetzt haue ich mal eben noch locker 2 Stunden... Achso, hier waren wir ja schon. Locker mal eben noch 3 Stunden Pokémon dran. Also es ist heute eine absolute Aufnahmetag hier. Stuart hätte gern ein Stückchen Torte. Wer ist Stuart? Was bist du für einer? Moin, moin, du Landratte. Ich bin der Steward auf diesem Kahn. Ruf mich einfach, wenn du einen Wunsch hast. Verdammt, gesprächig bist du aber nicht. Nö, bin ich auch nicht. Kämpft sie gegen mich? Nö. Ich reise immer mit Knuddeluff. Ach, so eine Kreuzfahrt ist wundervoll. Ja, wie man es nimmt. Bin ich ja jetzt nicht so der Fan von, aber okay. Ich bin total ein Pokémon von Nord. Du auch? Ja, ja. Doch schon, ja. Eine Herausforderung von Teenager Gunther. Nidoran wird eingeschickt. Oh, Level 21, ey. Die sind aber auch überhaupt nicht zimperlich hier. Ich werde mal nicht auf Claudi gehen. Wobei, doch, mit Windstoß passiert mir ja nichts gifttechnisch. Und die Claudi ist noch Level 23. Die kann ruhig noch Level 24 werden. Weil die kann in der nächsten Arena... können wir die definitiv nicht einsetzen. Weil die Donnerarena, da haben wir dann Probleme, sage ich mal. Oh, Volltreffer. Ei. Da können wir sie wirklich nicht gebrauchen. Oder was heißt nicht gebrauchen? Da möchte ich sie ungern einsetzen. Oh, sehr gut, Claudi. Crit. Da möchte ich sie ungern einsetzen, weil ich sie nicht verlieren möchte in der Arena, weil Donner gegen Flug natürlich, oder Elektrizität gegen Flug natürlich sehr effektiv ist. Und das möchte ich ungern. Wir machen eine große Weltreise. Auf meinen Reisen um die Welt habe ich unzählige Pokémon gefangen. Und jetzt hat sie wahrscheinlich 1. 2. Mein Fresse. Taubsi Level 18. Der Jan kommt wieder rein. Der ist jetzt fast schon Level 19. Das ist sehr gut. Wir setzen den Tom ein. Weil gegen Taubsi können wir natürlich Tom einsetzen mit Donnerschock. Auch der Tom... Der kann weiter im Level steigen. Der muss hier auf dem Schiff bald noch gegen einen Turtok bzw. Shiggy antreten. Ich weiß nicht, ob es hier schon Turtok... nicht Turtok. Shillock, meine ich. Ich weiß nicht, ob es hier schon Shillock ist bei Gary. Weil Gary ist tatsächlich auf diesem Schiff. Ich spoilere euch das schon mal. Ich habe heute aber auch Mundgulasch. Ich merke das tatsächlich. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist wahrscheinlich, weil ich hier schon 7 Stunden am Aufnehmen bin, gefühlt. Ich glaube, es sind tatsächlich sogar 7 Stunden. Und ich dann hier, aber heute ist so ein produktiver Tag, ich könnte hier heute den ganzen Tag aufnehmen. 24 Stunden könnte ich heute hier durchdrehen. So, Nidoran weiblich. Früher in Pokémon Gelb hatte ich tatsächlich Nidoran weiblich und Nidoran männlich im Team. Und hatte dann am Ende Nidoqueen und Nidoking. Unglaublich geil. Total sinnlos, weil es beide dieselben Typen sind, aber unglaublich geil. Ich fand gefühlt mein Nidoqueen auch immer ein bisschen stärker. Oh, Volltreffer. Mein Nidoqueen auch immer ein bisschen stärker. Ich setze bewusst Windstoß ein, setze ich Ruckzuckieb ein, treffe ich den Körper des Pokémon und werde vergiftet. Das möchte ich ungern. Nein, ich habe die ganze Welt für diese Pokémon bereist. Für Nidoran. Hyrus findet Durchbruch. Ui, das ist eine Kampfattacke. Eine starke Kampfattacke sogar. Ach so, nee, halt, ich heile mich erst nochmal. Nein, das ist der falsche Raum. Sorry, tut mir leid, dass ich immer wieder in ihre Kajüte trample. Es ist nicht meine Absicht, mein Freund. Du siehst müde aus, komm dich kurz ausruhen. Ja, komm kurz ins Bett, mein Hübscher. Danke.
freue ich mich, dass ich mit ihnen das Bett teilen durfte. So, letzte Kajüte. Was haben wir hier noch? Psst, ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge das Team Rocket. Psst. Das ist ja schön. Dieses luxuriöse Raumschiff fährt exklusiv für Trainer zur See. In jedem haben Besucher uns ausschließlich geladene Trainer. Okay, da möchte ich aber noch nicht hin. Ich gehe erstmal noch hier hinten längs. Eins nach unten. Was haben wir hier? Guten Tag. Mein Pokémon Marshak ist super stark. Mit seiner Stärke kann es sogar Felsen bewegen. Ja, die Attacke nennt man Stärke. Harris hat super dran gefunden. Sehr schön. La 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 la. Oh. Mein Ruf als Seebär steht auf dem Spiel. So, Jan. Du erreichst jetzt demnächst Level 19. Die Claudia erreicht, glaube ich, auch Level 24 demnächst. Oh ja, schon ziemlich bald. Also, das ist natürlich sehr, sehr schön. So, Windstoß. Ich weiß, ich könnte Pikachu einsetzen. Ich weiß. Ich mache es bewusst gerade nicht, weil ich Claudi lieber noch ein bisschen trainieren möchte, weil Claudi, wie gesagt, in der Arena nicht wirklich trainieren kann. Aber ich glaube, ich sollte Ruckzuckieb einsetzen. Das bringt wahrscheinlich mehr als mein Windstoß. Jan erreicht Level 19, sehr, sehr gut. Claudia erreicht auch 150 Erfahrungspunkte. Als nächstes wird Muschas eingesetzt. So, dann kommt der Jan wieder rein. Selbst auf Level 19 ist Jan halt zu nicht zu gebrauchen mit Kappador, ja. Er hat einen so schlechten Angriffswert, das ist unfassbar. Mit dem Tackle komme ich nicht weit. Nicht gut. Gar nicht gut. Schnell einen Ruckzuckieb rein. Da können wir von Glück sprechen. Oh, da können wir von Glück sagen, dass das Eissperr sehr, sehr schwach ist vom Allgemeinangriff her. Weil eine Eisattacke gegen uns, das ist schon heftig. Da wäre Claudi weg gewesen. Da haben wir Glück gehabt. So, Claudi erreicht jetzt aber auch Level 24. Sehr, sehr schön. Als nächstes wird ein Tentara eingesetzt. Möchtest du das Pokémon wechseln? Jawohl, Jan kommt wieder rein. Ah, ich weiß, es dauert alles ein bisschen. Aber wir müssen das Training mitnehmen. Wir müssen es einfach. So. Aber wisst ihr was? Ich hau den Tom jetzt rein. Und er macht jetzt hier mit einem Donnerschock kurzen Prozess. Donnerschock! Und, naja. Tentara hat halt doch nicht so eine schlechte Verteidigung. Beziehungsweise hat halt Tom auch nicht so den krassesten Angriff. Ist ja auch eigentlich nur eine kleine Elektromaus, Pikachu. Ist ja ein Maus. Also, ist ja ein Maus, ist eine Maus. Du weißt, wie Seeleute lieben es, zu kämpfen. Das weiß ich. US Marines. So, Matrose Leonard wird in den Kampf geschickt und setzt Muschas ein. Dann hier der Jan wieder raus und, nein, nicht die Claudi. Wir setzen den Tom ein und der macht mit Donnerschock, räumt er auf. Alter, unglaublich, wie oft Supershell ja aktuell daneben geht. Da haben wir ja richtig Glück. Muschas hat auch eine unglaublich schlechte Verteidigung. Erst Austoss ist, was die Verteidigungswerte angeht, dann wesentlich besser, sage ich mal. Ja, was für ein Kampf. Hyrus gewinnt 672 Pokédollar. Das stimmt. War ein toller Kampf. So, wen haben wir hier? Oh. Ich war früher genauso aufgedreht wie du. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist eine Lüge. Das ist eine leere Drohung, mein Freund. Eine leere Drohung. So, von Seebär wird Seepär in den Kampf geschickt. Bald ist Jan Level 20. Bald. Bald. Bald, meine lieben Freunde. Bald. La 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 la. Bam. 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 Bam.
So. Sepe hat auch keine gute Verteidigung. Leider Gottes gibt es in Feuerrot noch nicht Zetra King. Das kam, glaube ich, erst mit der nächsten Generation dazu. Hier gibt es tatsächlich nur Seemon. Also hier hat es nur eine weitere Entwicklung. Ich muss heute viel trinken, der Hals fängt schon an mit Kratzen. Durch die lange Aufnahmesession. So, Tommy hat 301 Erfahrungspunkte. Ah, shit. Ich habe vergessen. Nein. Mist. Naja, gut. Jetzt können wir es nicht mehr ändern. Ich habe vergessen, den Jan wieder reinzuschicken. Naja, dann macht es Tom halt jetzt komplett. Das Spieler besiegt mit Rose Igor. Nein, ich habe verloren. Gewinnt 544 Pokédollar. Sehr schön. Was haben wir hier? Ether. Das ist cool. Brauchen wir bestimmt in der Pokémon-Liga später vielleicht mal. La 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 la. Auch Seeleute besitzen Pokémon. Ja, na, das hätte ich auch nicht anders vermutet, nachdem ich in den zwei Kojüten zuvor schon gegen Seeleute gekämpft habe, mein Lieber. Matrose Tassillo. Das ist ja auch ein cooler Name. So, Jan geht wieder raus. Der Tom kommt wieder rein. Der erreicht jetzt auch Level 25. Haha, Statik von Pikachu paralysiert Tentara. Und jetzt ein schöner Donnerschock. Reiß ihn die Ärmel raus. Na, Tentara hat aber wirklich eine gute Verteidigung. Gar nicht schlecht, mein Freund. Gar nicht schlecht. Sehr effektiv. Und ein Volltreffer war es. Das ist sehr schön. Jan hat 202, Tom hat 202. Easy going. Tom erreicht Level 25. Jetzt nächstes wird Sternu in den Kampf gesetzt. Da haue ich natürlich auch den Jan nochmal rein. Der bald Level 20 erreicht hat, Leute. Das wird noch in diesem Part passieren, wenn alles gut läuft. So, wir wechseln wieder. Der Tom kommt wieder rein. Da-la, la, la, la. Und Donnerschock. Standu hat eine schlechte Verteidigung. Sage ich ja. War mir klar, dass das reicht. Jan erhält 204 Erfahrungspunkte. Tom erhält 204 Erfahrungspunkte. Easy. Sehr gut. Das war eine reife Leistung. 576 Pokédollar. Sehr schön. Und den Pokéball schnappe ich mir noch. Findet Erholung. Schön. Eine TM. Können wir später vielleicht auch noch einem geilen Tanky Pokémon geben. Mal gucken. So, und noch zwei Trainerkämpfe. Der Verlierer wird Kiel geholt. Los! Down. So, Marshallow wird eingesetzt. Das ist ja sehr schön. Dann setzen wir die Claudi ein. Beim Windstoß müsste ja ordentlich Rambulo und Randale. Oh, Geowurf. Das macht schon Schaden. Aber das müsste noch mehr Schaden drücken. Flug ist gegen Kampf sehr effektiv. Nun Energiefokus. Das war ein Fehler, Maholo. Das war ein Fehler. Denn jetzt war es das. Da pumpt, da hilft es auch nicht, wenn du dich mit Steroide aufpumpst durch Energiefokus. Das bringt dir dann halt auch nichts. Jan erreicht Level 20. Na, das ist ja Wunderbärchen. Claudia erreicht auch. Erreicht nichts, aber kriegt 187 Erfahrungspunkte. Ah, von einem Kind besiegt. Tyrus gewinnt 640 Pokédollar. Na, und siehe da. Endlich ist der Jan zu was gut. Hey, Jan entwickelt sich. La 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 la. Glückwunsch, dein Jan wurde zu Garados. Geil. Jan erlangt Biss. Immerhin. So, und ich glaube, jetzt können wir Jan. Aquawelle beibringen. Justin kann Aquawelle lernen? Wieso kann Justin denn Aquawelle? Na, ich bring das trotzdem Jan bei. La 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 la. Jan erlernt Aquawelle. Sehr schön. So, was haben wir noch? Kugelsaat. Kann jemand Kugelsaat erlernen? Nö. Schaufler.
Das müsste auch, ja, Justin lernt das. Das kann selbst Tom und Hütti lernen, das ist krass. Aber das ist eine Attacke, die würde ich gerne Justin geben. Felsgrab kann niemand. Geheimpower ist eine Normalattacke. Die kann jedes Pokémon, glaube ich, lernen. Und Durchbruch ist eine gute Kampfattacke. Kann sogar Tom mal lernen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht übel. So, Schaufler als Bodentyp könnten wir eigentlich auch mal mit dabei haben. Das ist ja für die Arena dann enorm wichtig. Wir geben Justin Schaufler. Ja, oder? Ja, doch. Welche Attacke soll vergessen werden? Giftstarre. 1, 2 und schwupp. Justin vergaß Giftstarre und Maschine bereit. Justin erlernt Schaufler. Gut. Freunde der Nacht. Dann würde ich sagen, wir beenden hier an der Stelle den Part. Ich werde offscreen jetzt diesen Pokémon-Kampf hier nebenan noch machen. Und wir werden uns auf der MS Anne dann dort wiederfinden, wo es storytechnisch und wichtig weitergeht. Ansonsten war es das für diese Folge wieder. Ich danke wie immer fürs Reinsehen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit am Start. Kanal abonnieren nicht vergessen, Kommentar schreiben nicht vergessen und den Daumen in nördlicher Richtung bitte. Und ansonsten bleibt schön gesund, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.